Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer David. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mal darüber reden, was das Schlagzeugspielen in meinem Leben bedeutet und warum es das bedeutet. Fangen wir mal damit an, dass das Schlagzeugspielen mein Leben geprägt hat. Ja, ihr habt richtig gehört, das Schlagzeugspielen hat mein Leben geprägt. Denn ich spiele über die Hälfte meines gesamten Lebens schon Schlagzeug. Um genau zu sein, sind es jetzt 23 Jahre und sogar auch noch viel länger. Und es ist einfach so, dass das Schlagzeugspielen mich zu dieser Person gebracht hat, die ich jetzt bin, mal ausgenommen von anderen Einflüssen in meinem Leben, aber es ist so, das Schlagzeugspielen hat mein Leben geprägt und ohne das Schlagzeugspielen würde ich jetzt nicht hier vor der Kamera stehen und euch davon was erzählen, was das Schlagzeugspielen für mich eigentlich bedeutet. Und sonst würde ich nicht vor der Kamera stehen und für euch das Ganze zu erzählen. Das nächste Thema ist, das Schlagzeugspielen stellt für mich eine Leidenschaft dar. Ich spiele unheimlich gerne Schlagzeug und es macht mir selbst nach all den Jahren immer noch so viel Spaß und ich habe Freude daran, Schlagzeug zu spielen und deswegen ist es eine absolut schöne Leidenschaft. Und sie macht mir sehr viel Spaß. Das nächste Thema wäre, dass das Schlagzeugspielen eine der schönsten Erfindungen überhaupt ist oder generell das Musizieren. Das Musizieren ist eine der schönsten Erfindungen überhaupt in der menschlichen Geschichte und die Musik hat wie das Schlagzeugspielen halt mein Leben geprägt, aber generell ist zu sagen, dass das Musizieren eine wunderschöne, klasse Sache ist, die unheimlich viel Spaß macht, selbst nach 40, 50 Jahren. Und es ist einfach eine wunderschöne, tolle Sache. Und jetzt komme ich zum nächsten Thema und zwar die Wichtigkeit. Das Schlagzeugspielen ist eine von drei wichtigen Dingen in meinem Leben und zwar das Schlagzeugspielen gehört zusammen mit meiner Freundin und Familie und natürlich ihr da draußen. Denn die Leute, die meinen Kanal abonniert haben, die sind mir ebenfalls sehr, sehr, sehr wichtig, denn jeder ist herzlich willkommen und ich bedanke mich bei jedem, der den Kanal abonniert hat. Und ihr seid genauso wichtig wie meine Familie und meine Freunde und auch das Schlagzeugspielen. Ohne Schlagzeugspielen könnte ich nicht leben. Es ist einfach so. Ohne das Schlagzeugspielen wäre es gar nicht möglich, in meinem Sinne irgendwie zu leben. Und deswegen stellt das Schlagzeugspielen eine ganz, ganz, ganz besondere Rolle dar. Und ohne das Schlagzeugspielen, wie schon gesagt, könnte ich mir kein einziges Leben mehr wirklich vorstellen. Und deswegen ist das Schlagzeugspielen einfach für mich eine ganz besondere Sache und stellt auch eine ganz besondere Rolle in meinem Leben dar. Das nächste ist der soziale Aspekt. Ohne den sozialen Aspekt im Schlagzeugspielen wäre es mir nie möglich gewesen, mit anderen Musikern in Kontakt zu treten, sich mit anderen Musikern zu unterhalten, sich mit denen zu treffen und
Freundschaften zu machen und. Ohne diesen sozialen Aspekt wäre das gar nicht möglich. Und deswegen ist auch dieser soziale Aspekt im Schlagzeugspielen eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Denn ohne das Schlagzeugspielen wäre es mir nicht möglich gewesen, viele, viele Musiker zu treffen, viele Musiker zu sehen, auf viele Konzerten zu gehen. Und vor allen Dingen, es ist was Besonderes, mit ganz vielen professionellen Musikern unter Kontakt zu sein, die durch das Musizieren ihr Geld verdienen. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ich möchte hier an dieser Stelle nicht angeben oder so, aber es ist tatsächlich so, ich bin mit sehr vielen professionellen Musikern unter Kontakt, die sehr gute Schlagzeuger auch sind und sehr gute Musik machen. Und das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und der nächste Punkt, warum das Schlagzeugspielen eine Besonderheit in meinem Leben da ist, ist einfach der Klang. Ich liebe den Klang von den Schlagzeugen. Egal welche Art von Schlagzeugen, ich liebe einfach den Sound vom Schlagzeug, von dem Becken und, denn das ist was ganz Eigenartiges, aber wie gesagt, ich liebe diesen Klang und deswegen bleibt mir ja nichts anderes möglich, mich ans Schlagzeug zu setzen und dann ein bisschen darum zu spielen, nur weil ich den Sound einfach so liebe und es ist was ganz Feines und Besonderes, ans Set zu gehen und zu spielen und einfach den Klängen der Instrumente zu lauschen und sich das anzuhören. Und es macht einfach nur unheimlich viel Spaß, sich ans Set zu setzen und zu spielen und zu musizieren. Ja, das sind also so die Aspekte, warum und weshalb und wieso das Schlagzeugspielen eine ganz besondere Rolle in meinem Leben darstellt und warum es mir so unheimlich viel Spaß macht, Schlagzeug zu spielen und warum es eine schöne Sache ist, überhaupt Schlagzeug zu spielen. Und ja, das war's. Und jetzt natürlich bedanke ich mich fürs Abonnieren, fürs Anschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Disliken und so weiter und so fort. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Anschauen und ciao.